Guten Morgen, guten Tag, Hallihallo. Mein Name ist Milli. Workout Mix machen wir heute gemeinsam. Und wir brauchen unseren Körper. Was wir noch brauchen, werden Gewichte sein. Das wäre sehr schön. Ich habe die Wahl zwischen 2 Kilo und 3 Kilo Gewichten. Bei 2 Kilo kannst du mal gucken. Das wäre schon schön, deine Muskulatur gut zu fordern. Bei 3 Kilo natürlich für die Jungs ein bisschen kraftvoller. Guckt einfach, welche Übungen für euch machbar sind. Wir werden die Wiederholungszahlen mindestens auf 16 haben. Das heißt dann entsprechend schon ein bisschen mehr auf Wiederholungs gehen und nicht nur auf 8. Deshalb testet nochmal aus. Gut, lasst uns gemeinsam anfangen mit einem Warm-up. Alles mal richtig durch. Und dann geht's richtig los. Sehr gut. Du siehst, ich fange links an. Links ist dein rechts. Okay. Du hast meine Uhr. Du siehst du, okay, das ist mein rechter Arm. Die Mikrotasche, meine rechte Seite. Sehr gut. Lass ruhig, ruhig die Arme über die Seite anheben. Einatmen, ausatmen tief. Sehr gut. Ruhig die Füße ein bisschen abdrücken lassen. Sehr schön. Hol die Knie richtig schön nach oben. Gleich nochmal. Beide Schultern heben, senken wir. Eine 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Kreisen im Wechsel. Achtmal. Ganz locker. Sehr gut. Und nochmal. Heben, senken. 8, 7, 6, 5, 4. Noch mal gerne kreisen. Sehr gut. Richtig schön weit nach hinten. Jetzt wird schon ein bisschen besser. Gut so. Ohne alles. Step, step. Die Beine öffnen. Probier ruhig mal ein bisschen die Arme von vorne ranzuziehen. Du wirst merken, der Schritt wird ein bisschen intensiver. Sehr gut. Bisschen mehr. Perfekt, noch 4. 3. Bauchdecke fest. 2. Wir bleiben so. Arme aktiver Bizepscurl. Sehr gut. Ruhig die Beine kraftvoll ranführen. Spitze. 4. 3. Wir schicken die Arme nach vorne. Strecken, beugen. Ich ziehe ruhig die Finger mal kurz auf und mache eine Faust nach hinten. Sehr gut. Probier ruhig mal. Einzel im Wechsel. Schön voll. Bauchdecke leicht angezogen lassen. Rücken gestreckt. Achtung, wir kreisen den Halb. Sehr gut. Bisschen tiefer in die Beine. Bam. Sehr schön. Ganzen Arm strecken. Komm. Zieh noch ein bisschen mehr auf. Wunderbar. 4, 3, 2. Arme im Wechsel. Vor zurück. Schau mal auf mein ranführendes Bein. Ich lasse die Arme kurz weg. Ich tippe ungefähr mit dem Fußgelenk, waden die Höhe an. Sehr schön. Nimm die Arme ruhig mit. Super. Schön kraftvoll ranführen. Nochmal, auf 8. Letzten 4, 3, 2 noch. Wir heben die Kniewechsel an, richte dich mehr auf. Probier nochmal stärker die Bauchdecke einzuziehen. Die Arme von vorne bitte ranführen. Zieh fester. Sehr gut. Runde 8. Fersen bitte im Wechsel aufsetzen. Wir ziehen die Ellbogen noch ein bisschen mehr nach hinten. Oberkörper noch mehr vor.
Sehr gut. Trizeps Armbewegung. Setz dich gefühlt bis. Jetzt wird alles warm. Wir kreuzen. Und die Arme von vorne. Sehr schön. Vier. Drei. Side to side. Beine bleiben geöffnet. Ich schicke die Arme in die Diagonal nach oben. Bitte spann den Po an, wenn der Fuß Bodenkontakt bekommt. Hier mal den Arm noch ein bisschen mehr rauszuheben. Aktiver ranzuziehen. Sehr gut. Noch vier. Drei. Zwei. Leg Curl. Ferse zum Po. Beide Arme hochziehen. Gut so. Drück richtig kräftig weg. Butterfly-Armbewegung. Zieh die Ferse ruhig noch kraftvoller zum Po hoch. Spitze. Die Arme seitlich. Heben, senken. Abduktion, Abduktion. Der Körper noch ein bisschen mehr. Gut. Noch vier. Drei. Zwei. Achtung, wir ziehen die Knie noch mal im Wechsel an und jetzt mit den Ellenbogen zum diagonal führenden Knie. Ausatmen. Sehr gut. Richtig warm werden, komm, acht mehr. Die letzten vier. Drei. Zwei. Eine Runde, Ferse aufsetzen. Ich hoffe, du bist schon ein bisschen wärmer. Perfekt. Bleib dabei noch vier. Nächste Runde. Beide Beine erstmal geschlossen aufstellen. Squat. Knie leicht vor, aber nicht so vor, dass du die Ferse abheben, sondern schön. Po nach hinten. Knie zeigen nach vorne Richtung Fußspitze. Von hier aus, Becken aufrichten, drück dich hoch, ab. Drück uns bitte auf die Fußballen nach oben. Arme ruhig kraftvoll mit einbeziehen. Und die Arme weit nach vorne hoch. Sehr schön. Noch vier. Drei. Wir wärmen den Rücken auf. Bleib unten sitzen. Führ mal die Hände ineinander. Hab ein kleines O. Die Arme ziehen. Hoch. Tief. Hoch. Tief. Call it anything you want. Super. Just believe. Noch ein bisschen mehr. Play that funky. Bleib schon tief sitzen. Noch mehr Druck auf die Ferse, bitte. Jawohl. Bleib die nächste Runde oben mit den Armen. Kleine Bewegung. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, komm langsam hoch. Marsch hinaus. Sehr gut. Jetzt sind wir gut warm. Und wir legen los mit einem Gewicht. Nimm 2 oder 3 Kilo für dich. Ich baue mir 3 Kilo ein. Perfekt. Schulter nochmal hoch und runter ziehen. Wenn du merkst zwischendrin, es ist ein bisschen zu viel, dann wechseln wir das Gewicht. Ja? Gut so. So, bleiben hier. Po fest anspannen. Ganz einfach. Wir bauen jetzt nochmal eine kleine statische Übung ein. Oberkörper leicht vorlegen. Aufrichten. Bitte Becken aufrichten. Richtig schön Po fest anspannen. Arme zurück nach hinten. Hier hast du dich gut in der Kontrolle. Langsam zurück. Ab. Kombinieren das.
1, 2, Ruder. Becken aufrichten. Ruder. Sehr gut. Da darf man ruhig ein bisschen mehr Gewicht reinbringen beim Rudern. Nochmal. Ab. Sehr gut. Take it back. Spitze. Back in the day. Back in the day. Oh, ich denke. Gute. Noch viel mehr. Just friends. Waiting to me. Drei. Zwei noch. Achtung, bleib hier aufgerichtet, dreh die Hände, sodass die Ellenbogen am Körper sind. Unterarme nach außen. Streckst von der Seite. Gut. Gerade nach vorne. Perfekt. Hier baue ich gleich die Beine mit ein. Achtung, Squat. Rechts. Links im Wechsel. Halte so gut es geht die Oberarme am Körper. Jetzt bleib in der Mitte. Handflächen nach oben. Und den Bizeps Curl, wie du ihn kennst. Sehr gut. Das kombinieren wir mit einem Ausfallschritt nach hinten. Okay. Squat zur Seite. Einhund, komm. Bizeps Curl, zurück, vier, sehr gut und wieder zur Seite. Gleichmäßig ausatmen, einer, wieder in unsere Lunges, Bauch fest, sehr gut, geht zur Seite, ausatmen. Wunderbar. Und wieder. Hier, Lunge. Bauch fest. Spitze. Noch eine Runde. Jetzt darf es ruhig schon ein bisschen warm werden. Klasse. Und wieder. Bizeps. Sehr gut. Wir bleiben hier. Halten. Drehen die Handflächen zum Körper. Schultern. Richtig schön weit zurück. Probier ruhig nochmal, die Beine aktiviert zu halten. Perfekt. Frontales Heben. Hoch zweimal. Rudern zwei. Dann gehen wir nach unten. Rudern breit. Und dann machen wir unsere Good Mornings von eben auch. Okay. Zieh. Hoch. Sehr gut. Komm hoch. Und von vorne. Stabilisier dich. Ausatmen. Breites Rudern. Und Good Morning. Jawohl. Vor, Bauch fest. Stabilisier dich. Breites Rudern. Good morning. Gut. Und nochmal. Stabilisieren wir uns. Spannung ganz rum. Gut. Breites Rudern. Good morning. Noch eine Runde. Vor. Sehr gut. Bereit. Gute Nachricht. Wir setzen das Gewicht auf dem Boden ab. Schlechte Nachricht. Es wird intensiver. Jetzt drehen wir uns nochmal zur Seite. Wir laufen aus dem Stand nach vorne runter, krabbeln in den Stütz. Okay? Und krabbeln erstmal zurück. Probieren wir das mal aus. Okay. Gerne langsam.
tief, Hände greifen zum Boden. Krabbel vor. Bauch fest. Bitte hier nicht durchhängen. Kneif den Po schön ab. Krabbel zurück. So, und wer genug Power hat, jumpt nochmal zum Schluss hier hoch. Testen wir. Okay, erste Runde ohne Jump. Zurück. Dafür hältst du mir schön die Hacke. Geh vor. Und wenn du willst, hoch, tief. Hände nach vorne. Und wenn du willst, hoch, tief. Jump ruhig. Perfekt. Und bitte beim Landen wirklich kraftvoll alles anspannen. Je leiser du landest, desto besser. Noch eine Runde zwei. Jawohl, die letzte. Und geschafft. So, wir fangen nochmal von vorne an. Mit unserem Bizeps Curl. Alles okay? Greif dein Gewicht. Super. Schulter nochmal zurückführen. Ganz locker aus- und einatmen. Klärung nochmal. 4, 3, 2. Und dann ruhig hier vorne. Squat hier. 3, 2. Wir gehen in die Lunges über. Arme parallel. 4, 3. Alles klar? Gut. Und wieder. Zur Seite. 4. Ellenbogen am Körper lassen. Und wieder nach hinten. Sehr schön. Spannung. Richtig schön mit Kraft. 2 Runden schaffen wir noch. Komm. Gleichmäßig. Sehr gut. Bizeps. Bauch fest. Gut, jawohl. 1 Runde noch. Gemeinsam. Jawohl. Bizeps. Und bleiben wir bitte vorne stehen. Frontales Heben. Kraft. 2. Aufwärtsrudern. 2. Tief gehen. Breites Rudern. Good morning. Und wieder frontal. Hoch. Aufwärtsrudern. Tief. Breites Rudern. Good morning. Super. Und passt zur Morgenstimmung. Bauch fest. Füße drücken kräftig in den Boden. Kreis. Good morning. Jawohl. Und nochmal. Komm, vor. Spannung halten. Breites Rudern. Good morning. Super, Halbzeit. Bauch fest anspannen. Fester. 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 Alles fest. Füße zurück in den Boden. Jawohl. Und nochmal. Komm. Zieh hoch. Sehr schön. Breitruder. Good morning. Jawohl, 2 Runden schaffst du noch. Zieh. Good morning. Hopp. Hervorragend, letzte Runde. Sehr gut. Good morning. Wir legen unsere Gewichte hier ab. Krabbeln nach vorne. Krabbeln zurück. Jump.
Traben vor, Traben zurück. Jump, perfekt. Traben vor, Traben zurück. Jump, perfekt, nochmal, komm. Wer noch einen Hauch mehr will, halt vor, jump, zurück, jump, komm vor, jump, krabbel zurück, jump, vor, jump, zurück, jump, nochmal, krabbel vor, jump, krabbel zurück. Letzten vier. Krabbel vor. Zurück. Einmal noch. Achtung. Gewicht fassen. Okay. Dritte Runde. Wenn du Durst hast, trinkst du noch mal was. Wir gehen noch mal alles durch. Fangen mit unseren Squats an. 4, 3, 2, 1. Gleichmäßig atmen. Launch. Und 4. Jawohl. Sehr gut. Zurück, komm. Bis. Bis da. Und wieder hier. Spitze. Gut, komm. Sehr gut. 4, 3, 2. Bleiben. Frontal heben. 2 heben. Aufwärts rudern. Tiefes Rudern. Breit. Good mornings. Und wieder. Spannung aufbauen. Hier kann man auch gerne auf die Fußballen gehen. Hier stabilisierst du dich wieder. Vor. Sehr gut. Schön. Und wenn du möchtest. Hoch. Super. Rechts, das ist nochmal intensiver. Links, zweimal Good Morning. Entscheidung für dich. Rechts. Links. Sehr gut. Wenn du einbeinig arbeitest, kann man auch der Schwierigkeit halber natürlich koordinativ Gegenarm nehmen. Also für jeden, der sagt, oh, ich kann noch ein bisschen, was gebrauchen, fordere dich nochmal raus. Ja, gerne. Letzten zwei Runden gemeinsam. Vor. Sehr schön. Strebe mich zur Seite. Und vor. Sehr schön. Rechts. Links. Ich lege meine Hand wieder ab. Baue das Krabbeln ein. Ich jumpe gleich vor und zurück. Und hoch. Ich weiß, welches Level ich brauche jetzt. Wir sind einige durchgegangen. Bauch fest anspannen. Sehr gut. Und nochmal.
vor. Jump. Letzten vier. Komm. Vier. Noch drei. Zwei noch. Einmal noch. Und Pause. Trink was. Die nächste Runde brauchst du deine Matte. Wenn du merkst, jetzt hast du schon ein gutes halbes Stündchen mit mir gemacht, du willst vielleicht einfach sagen, das war's jetzt, dann machst du das nächste Mal ab hier die nächste Runde. Das kannst du auch für sich so als kleine halbe Stunde nutzen oder 20 Minuten. Ich empfehle dir aber trotzdem ein Aufwärmen. Okay. So. Schnappen wir uns unsere Matte. Die Hand nehme ich zur Seite. Du kannst die Hanteln hier vorne hinlegen. Du siehst, ich habe jetzt auf 2 Kilo gewechselt. Man kann immer noch mehr machen. Okay. Was machen wir? Wir setzen uns hin, bauen jetzt nochmal eine Rückenübung ein, Bauchmuskulatur, Hüftseite. Okay. Aber wir bauen auch gerne die Arme ein. Deshalb musst du ein bisschen gucken, dass du dich nicht nach hinten fallen lässt. Abrollen. Schulterblätter bitte nicht ablegen. Wenn es möglich ist, hier schon stoppen. Die Füße fest in den Boden andrücken. Komm nach oben. Drück dich hoch. Unterarme Richtung Kopf. Arme wieder strecken, alles Richtung Brust und wieder schön langsam zurück. Das langsam zurück machen wir auf 3. 3, 2, 1. Hoch, 3, 2, 1. Tief, 3, 2, 1. Hoch, tief, ab, tief. Schön langsam. Die kannst du wunderbar. Zweimal ein bisschen schneller die Arme anwinkeln oder ganz kontrolliert langsam. Tief, tief, hoch. Oh, fest. Sehr gut. Hoch. Schön, noch viermal, komm. Tief, tief, hoch. Bleib das nächste Mal bitte mit den Händen an der Brust. Russian Twist. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Wir bleiben hier. Halte. Jetzt lasse ich die Hand zur Seite kommen. Nimm den Abstand nach hinten deiner Arme. Setz die Hände hier auf, wenn es geht, wegdrehen. Lehn dich ein bisschen nach hinten. Beine an den Kopf. Ab. Jetzt hast du die Hand zur Seite gelegt. Jetzt kannst du von Hand zu Hand die Beine überschwingen. Hoch. 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 Wunderbar. Ab. Durchatmen. Noch ein bisschen. Mach das richtig kontrolliert, langsam. Für 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Wir setzen die Füße auf den Boden auf. Kurz hier Pause. Schick die Arme nach oben. Bring die Hände nach außen. Von deiner Hüfte eine Handbreite weg. Becken heben, senken und ab. Drück die Fersen bitte schön an. Pro Fest anspannen.
Beinrückseiten, Po-Muskulatur, Rücken. Kleine Veränderung. Rechter Arm nach oben, links. Ausatmen. Dann kann man auch ein bisschen Bewegung reinbauen, ne? Vier. Sehr gut. Achtung, wir bleiben mit den Händen am Boden. Beine. Kicke. Kraftvoll hochdrücke. Acht mehr. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Wer eine Pause braucht, macht Pause. Ansonsten nimmst du die Hand und deinen Fuß nochmal die letzte Runde zusammen. Hoch. Hoch. Das dauert ein bisschen länger, die Übung, aber das ist gut so. Die fordert richtig alles nochmal raus. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Und eins. Setzen wir uns hin. Perfekt. Kurz Pause. Nehmen wir uns die Hand hin. Und bauen wieder unsere Abrollbewegung auf. Und die Trizeps jetzt. Okay, wieder auf drei, runter bitte. Drei, zwei, eins. Hoch, Bauch fest anspannen. Und eins, zwei, drei. Zurück hoch. Sehr gut. Tief, tief, tief. Und hoch. Tief, tief, tief. Zurück hoch. Ruhig noch viermal. Hoch. Spitze. Sehr gut. Der letzte. Halte. Nimm deine Handeln zur Seite, wenn du sie nicht mehr brauchst. Ansonsten Russian Twist mit Gewicht. Bauch ist anspannen. Das Gute ist, durch die Gewichte trainierst du auch die Arme, weil du musst natürlich mithalten. Ausatmen. Schön. Ich gebe noch mal eine kleine Runde dazu. Vier. Drei. Zwei. Komm nach oben. Schick die Hand zur Seite. Nimm sie am besten da, wo deine Matte ist, oder deine Füße. Dann weißt du auf jeden Fall, bis dahin können wir auf jeden Fall die Beine rüberbringen. Quasi über eine Kiste tragen. Die Finger bitte leicht gegen den Boden drücken. Bitte nicht einknicken. Wenn das passiert, kommst du mir eher auf die Ellenbogen. Okay? Dann aktiv das Brustbein heben. Und wenn du ein bisschen stärker die Beine strecken willst, herzlich eingeladen. Achtmal noch, komm. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Eins. Halte, die Beine langsam aufsetzen. Ruh dich kurz mal aus. Nimm die Arme über vorne hoch. Zieh die Arme zur Seite. Bist du ungefähr in deiner Hüfte, nochmal so anderthalb Hände breit zurück, Gewicht auf die Füße, perfekt, Becken heben, senken.
Kneif schon den Po an. Wenn das zu schwer wird, mach die klassische Schulterbrücke. Arme. Po. Du kannst auch gerne mal so ein bisschen hoch laufen. Hopp. Kleine Bewegung reinbringen, wenn du merkst, oh, ist zu langweilig. Achtung. Noch 4 Stück. 4. 3. 2. Aber jetzt nur die Beine. Hoch. Drück dich immer schön nach oben ab. Auch hier klassische Schulterbrücke möglich. Und die Beine so schön gemütlich anheben, senken, ja? Oder es langt auch schon, wenn du die Füße vom Boden hebst. Probieren wir nochmal gemeinsam in Kombination. Ausatmen. Und 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, super, 1, sehr schön. So, jetzt bauen wir aber was anderes ein für die Bauchmuskulatur und für den Rücken. Deshalb nehmen wir nochmal unser Gewicht mit. Wenn du jetzt hier quasi nochmal eine kleine Session machen willst, wiederhole einfach die 3 Übungen nochmal für dich. Sehr gut. Ansonsten legen wir uns auf den Rücken ab. Schultern schön fest. Füße können am Boden bleiben, wenn du Probleme hast. Wenn nicht, bitte die Beine ruhig anwinkeln. Arme Richtung Kopf. Bitte Vorsicht. Streck. Okay. Erstmal die Arme. 1. Rechtes Bein. Arme. Linkes Bein. Rechtes Bein. So, jetzt halten wir hier. Arme öffnen. Kleiner Butterfly. Ellenbogen leicht gebeugt. Schick die Hände wieder über den Brustkorb zusammen. Die Arme sind ungefähr auf Brusthöhe. Okay? Öffnen. Auf, auf, zu, schau mal meine Beine. Wenn du möchtest, streckst du sie raus und schön langsam. Auf, zu. Sehr gut. Schön kontrolliert. Becken andrücken. Sehr gut. Und die erste Armbewegung nochmal. Okay, Arme anwinkeln. 1. Rechtes Bein strecken. Der Kopf bleibt ruhig liegen. Super. Langsames Tempo. Auf, wenn du willst. Beine wegstrecken. Alternative wäre die Füße Richtung Boden. Okay. Der Rücken schiebt aus. Und nochmal. Auf, zu. Gut, noch eine Runde. Klasse. Erste Armbewegung. Anwinkeln. Anwinkeln. Rechtes Bein. Mach ruhig eins nach dem anderen. Kontrollier die Bewegung. Butterfly, Arme langsam öffnen. Auf. Beine, entscheide für dich. Noch einmal hier. Sehr gut. Hier kann man auch wieder schweres Gewicht nehmen, wer möchte. Sofern die Arme kontrolliert hier bleiben können. Okay. Probieren wir es nochmal. Anwinkeln. Rechtes Bein reden und machen es manchmal schwer. Ganz locker öffnen. 1, 2. Schön kontrolliert. Bauch fest.
Nochmal. Und zum Abschluss machen wir noch eine Runde. Jawohl, komm. Beugen. Rechtes Bein weg. Beugen. Links. Beugen. Rechts. Beugen. Links. Butterfly. Endspurt. Auf. Auf. Zu. Nimm die Beine mit. Sehr gut. Auf. Auf. Zu. Und wir halten. Sehr schön. Nimm die Hand gerne zur Seite. Du kannst gerne die Hände unter den Po nehmen. Machen wir ein kleines Minütchen noch. Beine flattern lassen, wie man so schön sagt. Becken andrücken. Senk ab, 45 Grad Winkel. Und die Beine können übereinander scheren. Oder du lässt sie so wie einen kleinen Schrittsprung laufen. Wenn das zu viel wird, kipp die Fußspitzen auf, okay? Ready? Position gefunden? Stabilisier dich nochmal. Ab jetzt zählen wir. 4, 3, unsere Minute. Komm. Genieß mir nochmal zusammen. Bauch fest angespannt lassen. Guck mal, 15 Sekunden haben wir doch schon. Jawohl, jetzt dreht die Uhr langsamer. Jetzt wird die Uhr richtig langsam. Irgendwie waren die ersten 15 Sekunden ein bisschen schneller. Hier haben wir sie schon, die zweiten. Bauch ist anspannend. Drück ruhig das Becken gegen die Hände. Ja, die dritte Runde lässt sich noch mal ein bisschen Zeit. Die möchte genussvoll bearbeitet werden. Und da haben wir sie schon, die dritte, 15. Gut so, komm. 4, 3, 2 und 1, geschafft. Füße aufstellen, lass ruhig die Arme ein bisschen locker. Becken ein bisschen aufrichten und kippen. Super. Schultern andrücken, Arme gerne über Kopf, Bein für Bein ausstrecken und ich schiebe die Fußsohle gedanklich gegen eine Wand. Dass mein Becken im Wechsel von Seite zu Seite sich verschiebt. Den Oberkörper richtig schön gerade und auch lang gezogen. Sehr gut. Wir halten. Hier an der Streckbank ziehst du dich mal lang. Fußspitzen wegstrecken. Drück die Fersen ein bisschen in den Boden und wipp mal so ganz leicht. Das Wippen kann auch bis in den Kopf kommen. Ich mache kein Kopfnicken, sondern das Nicken passiert durch die Fußbewegung. Werde ich nicht mehr. Stelle ich die Füße nach und nach auf. Meine Beine hole ich mir zum Bauch und ich drücke sie schön sanft an. Du kannst die Knie ein bisschen öffnen. Hast die Fußzehen geschlossen. Schulterblätter andrücken. Kopf leicht heben. Kugel dich gerne vor und zurück. Bitte Nacken und Kopf aussparen. Wir rollen uns hoch in den Sitz. Und ich sage ein dickes Dankeschön an dich. Ich wünsche noch viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Deine Millie.